Besenreißer sind kleine, in der Haut liegende Gefäße, die netz- oder flächenartig zu sehen sind. Je nach Gefäßgröße wird eine Mikrosklerotherapie durchgeführt oder eine Laserbehandlung. Zuerst wird die zu lasernde Stelle markiert und mit einem kühlenden Gel vor Hautschädigungen geschützt. Die Behandlung erfolgt mit dem Neodym-Yag-Laser. Das Licht des Lasers durchdringt die Haut und interagiert mit dem Blutfarbstoff, sodass es zu einer Verklumpung der Blutzellen kommt. Es kommt häufig zu einer leichten Hautrötung, sodass hinterher eine reizlindernde Creme aufgetragen wird. Die Therapie dauert ca. 30 Minuten.